Guten Tag und willkommen zu einer weiteren Episode der Binding of Isaac Afterbirth. Oder so, ja. Ja, machen wir die Challenges. Ja, wie ihr seht, bei mir sind alle Challenges wieder resettet worden. Zwar sind die immer noch angenommen als gemacht, ja, von Steam jedenfalls. Aber das Spiel hat sie komplett resettet, wieso auch immer. Ist auch egal, denn wir machen heute eine der neuen Challenges. Es gibt nämlich 10 neue Challenges und wir machen heute die Blue Bomber Challenge. Und die sieht wie folgt aus, und zwar, wir spielen das Blue Baby, denke ich mal. Ich denke mal, wir können keine roten Herzen bekommen. Wir haben den Brother Bobby dabei und wir haben ein Spacebar-Item, das ja eigentlich unsere Schadensquelle ist. Und zwar das hier. Ich kann mich ganz selbst sprengen, kriege dabei keinen Schaden und muss jetzt damit alles und jeden in die Luft jagen, ja. Ich denke mal, das liegt an den Dingens, ja. Das liegt wahrscheinlich an Pyromatic, dass ich keinen Schaden bekomme durch Explosionen. Und ja. Und damit müsst ihr jetzt den ganzen Run klären. Ist eigentlich an sich eine ganz coole Idee. Vor allem, du hast halt unendlich Bomben. Und das ist echt cool. Du kannst überall hin. Du kannst nach Secrets suchen. Du kannst... Okay. Ich habe gerade Bombs Aki bekommen. Das ist eigentlich, glaube ich, ganz cool, oder? Was ist das denn? Ein Skalpell. Das kenne ich noch gar nicht. Ich möchte das Skalpell haben. Chaos ist auch ganz cool. Das möchte ich auch gerne haben. Aber auf jeden Fall, die Pille war ganz gut, weil... Ich habe eh sozusagen unendlich Bomben, ja, eigentlich sogar bessere Bomben als vom Spiel normalerweise gegeben, ja. Deshalb brauche ich die Bomben nicht, deshalb war eigentlich das Bombs Aki-Pille perfekt. Wunderschön. Boah, das ist genau, was ich haben wollte. Okay, und immer schön nach den Secrets gucken, ne, in jeder, vor allem, im Prinzip kann ich mich doch einfach durch alle Räume durchbomben, oder? Ich kann auch einfach hier, ich komme hier rein, moin, was geht, zack, weiter geht's. Dann komme ich hier rein, sag moin, was geht und gehe weiter, oder? Kriege ich die Münzen irgendwie? Ja, so. Moment, die Münze muss raus, danke. Und wir kriegen gleich vielleicht sogar das Skalpell. Ich würde gerne wissen, was das Skalpell ist. Das würde ich sehr, sehr gerne wissen, denn ich habe es noch nicht. Ich kenne es noch nicht. Ich habe es noch nicht bekommen. Ich habe es noch nicht gehabt. Hier ist ein bisschen gefährlich, nicht, dass ich mich selbst... Moment, ich will mal kurz was testen. Kriege ich dadurch Schaden? Nein. Tatsächlich, ich kriege von gar keiner einzigen Explosion mehr Schaden. Das ist ja geil. Das ist super cool. I like. Das kann ja richtig explosiv sein hier. Ich kann hier richtig explosiv, impulsiv sein. Und keiner kann mir was. Perfekt. Boss. Okay, natürlich, der Boss explodiert nicht. Sonst würde er mir keinen Schaden machen. Fuck. Alter, wie schlecht ich bin. Okay, ich bin jetzt gespannt, wie das jetzt ist mit den... Okay, die machen mir auch keinen Schaden. Wie das jetzt mit dem weißen Herz ist. Ich habe einfach mal in der ersten Ebene, direkt beim Endboss, in der ersten Ebene direkt 2 Herzen Schaden genommen. Weil ich so schlecht bin. Ich krieg ein blaues Herz. Okay, gut. Dann bin ich definitiv das Blue Baby und nicht einfach nur irgendein Isaac mit blauen Herzen. Das definitiv nicht. Gut. Haben wir uns das Skalpell doch nicht leisten können. Schade. Alter. Das gibt's nicht. Wie schlecht ich bin. Ich kann den Gegner nicht ausweichen. Ah, die Kiste wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Okay. Okay, Devil Deals sind jetzt auch extrem teuer, ne? Dementsprechend, weil ich ein Blue Baby bin. Das ist halt auch das, was mir beim Blue Baby, ja, eher weniger gefällt, mit ihm zu spielen. Weil, ja, wie gesagt, blaue Herzen sind halt ein bisschen, na, du kannst halt weniger Devil Deals eingehen. Das macht das Blue Baby dann natürlich um einiges schwieriger. Aber ich mag halt meine Devil Deals und ich spiele gerne mit Devil Deals. Und wenn dann das Blue Baby mir keine Devil Deals geben möchte, weil es zu teuer ist, dann ist es unschön. Ich kann jetzt mein Spacebar-Item wegschmeißen und einen Bumerang nehmen. Yay, das würde sich lohnen, oder? Es würde sich bestimmt lohnen. Supergeil wäre das. Zack, weg mit euch. Ich kann mich einfach hier durchbomben. Das ist so cool. Diese Combo hatte ich aber auch noch nie gehabt im Spiel. Ich habe auch generell sehr selten Pyromatic gehabt, oder wie das Item heißt. Ich glaube, das heißt Pyromatic, oder? Dass man keinen Schaden mehr durch Explosion bekommt. Das Item hatte ich bis jetzt sehr selten gehabt. So gut wie gar nicht eigentlich. Was sehr schade ist, weil es eigentlich ein cooles Item ist. Es gibt ein paar Combos, mit denen man, die damit halt echt geil wären. Wie zum Beispiel Epic Egg oder sowas. Oder Epic Feet ist unser Kram. Oder Dr. Feet ist unser Kram. Ja, aber... Ah, das ist so selten, dass du diese Combo hinbekommst. Ja, das ist... Ja, das ist nicht so schön. Deshalb hoffe ich ja doch, dass man jetzt in Afterbirth das vielleicht ein bisschen öfters bekommt. Ja. Ah, weg mit euch. Und die geilen 25 Münzen.
Weil Pyromatic ist eigentlich ganz cool. Und wie gesagt, damit kann man schon coole Kombos aufbauen. Ja, mit etwas Glück. Und ich hätte es gerne. Ah, pass auf. Es hat auf jeden Fall, ich kann nicht auf jeden Fall durchmashen. Ja, ich kann auf jeden Fall nicht durchsmashen die Spacebar-Taste und dann einfach durchballern. Das geht auf jeden Fall nicht. Das hat einen kleinen Delay. Es ist jetzt ungefähr, das seht ihr es. Ich drücke gerade durch, gegen durch. Das ist ungefähr die Verzögerung dazwischen, zwischen den einzelnen Explosionen. So, und wir haben hier Abaddon! Hat das eine Auswirkung auf mein Itemset? Abaddon wäre auf jeden Fall gut, weil ich krieg dadurch mehr schwarze Herzen, ne? Und ich weiß aber nicht, ob das auf meine Explosion eine Auswirkung hat. Ich glaube aber nicht, oder? Ich gehe mal kurz, oder? Nee, komm, egal. Ich wollte gerade sagen, ich gehe mal kurz in den Arcade Room. Nein, heute nicht. Ja gut. So, aber wie ist die Lage, Leute? Wie ist die Lage? Wir können ja ein bisschen wieder quatschen. Isaac ist ja immer das Format, wo ich gerne ein bisschen rumplaudere, ja? Wir stehen momentan an. Heute ist Montag, Montagmorgen. Ja, ich nehme gerade auf für heute, also für Montag. Und heute ist das große Comeback vom Kegitag. Kann sich noch einer erinnern, was das war? Kegitag ist das, was niemanden interessiert. Und zwar, Moment, die kann ich jetzt auch einfach so töten, ohne dabei Schaden zu bekommen, oder? Ja. Der Kegitag war der Tag, den niemand interessiert hat. Und zwar, mein Tag. Ja, wieso heißt es Kegitag? Es heißt Kegitag, weil ich an diesem Tag, streame. Ja, das war jetzt 2 Wochen lang in der Herbstpause. Sozusagen Herbstpause. Ich habe einfach mal so Herbstpause gesagt. Eigentlich war es nicht geplant, aber ich habe es gesagt, weil wegen, keine Zeit gehabt. Ne? Was heißt keine Zeit gehabt? Das war ja, Grandia 2 war ja zu Ende. Und ich habe ja schon vor Ewigkeiten gesagt, hey, der erste Montag im November wird ausfallen, weil ich dort Besuch habe. Ne? Und, ja, das Herz nehmen wir mit. Weil ich dort Besuch habe. So. Und 2 Wochen davor, vor dem ersten Montag im Monat, im November, ist Grandia 2 zu Ende gegangen. Das heißt, wir hatten zwischen dem freien Montag und Grandia 2 Ende einen einzigen Montag. Und ich wollte halt ungern jetzt ein neues Projekt im Stream anfangen, der vielleicht das noch nicht mitbekommen hat. Ja, aber in meinen Streams laufen immer JRPGs. Und fand das halt für ein bisschen doof, jetzt ein neues Projekt anzufangen und dann nächste Woche direkt wieder zu pausieren. Ja, also Kegitag zu pausieren. Deshalb habe ich einfach gesagt, hey, machen wir daraus einfach eine ganze 2 Wochen Pause und fertig. Ja, und jetzt bin ich wieder hier. Die Kegi-Streams gehen wieder los. Diejenigen, die schon das Ankündigungsvideo für den heutigen Stream gesehen haben, das Kegitag-Video gesehen haben, wissen sowieso schon, was heute als JRPG startet nach Grandia 2. Und zwar ist es Kingdom Hearts 2. Ja, wer Kingdom Hearts 2 kennt, ist herzlich eingeladen. Ja, wer Kingdom Hearts 2 nicht kennt, ist dennoch herzlich eingeladen. Dann erst recht eingeladen, ja. Dann können wir das gemeinsam neu kennenlernen. Ja, weil für mich ist schon ein bisschen länger her, dass ich Kingdom Hearts 2 gespielt habe. Kingdom Hearts 2 ist auch eigentlich der einzige, gehört zu den wenigen Kingdom Hearts Teilen, die ich früher als Kind gespielt habe. Mehr oder weniger als Kind. Und deshalb freue ich mich umso mehr auf Kingdom Hearts 2. Wir haben ja schon mal Kingdom Hearts 1 gestreamt. Wir haben ja schon mal Birth by Sleep, den Film gesehen im Stream. Und ja, jetzt kommt Kingdom Hearts 2. Und wer Bock hat, ja, jetzt während ihr das schaut, streame ich gerade schon, aber noch nicht Kingdom Hearts, wahrscheinlich während ihr das seht, streame ich gerade noch Isaac. Ja, dieses Spiel, was ihr hier seht, streame ich gerade, wenn ihr das jetzt pünktlich seht. Moment, in die Piste kann ich gar nicht treten, ne? Ich habe gerade eine Schwachstelle dieses Items gefunden, und zwar bei Gegnern, die eine Fläche aufbauen, die mir Schaden zufügt. Da kann ich schlecht in ihre Nähe gehen. Ich muss diese Challenge bis zum Satan spielen. Das ist ein bisschen... ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich komme nicht an ihn ran. Das ist ein bisschen... so, perfekt, er ist down. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Bis Satan. Yes! Blau Herz, Mann. Sehr geil. Sehr geil. Sehr viel Glück gehabt. Und ja, wenn ihr das gerade pünktlich seht, dieses Video kommt ja wahrscheinlich um 18 Uhr. Und wenn ihr das genau pünktlich um 18 Uhr seht, ja, dann sitze ich gerade wahrscheinlich im Stream und spiele gerade Afterbirth. Also dieses Spiel hier. Nur was ich da mache, keine Ahnung. Mal schauen, vielleicht eine weitere Challenge oder
Ich versuche, etwas anderes in diesem Spiel zu reißen. Ist auf jeden Fall ja noch viel vor. Ich habe ja noch viel vor in dem Spiel. Ich will ja schließlich die 100% schaffen. Und da ist nun mal noch viel Luft nach oben. Ich bin, glaube ich, momentan bei 78% oder so. Fuck. Ich glaube, bei 78% ungefähr bin ich, meine ich. Oder bei sogar schon mal 80. Bin mir nicht sicher. Irgendwo da auf jeden Fall in dem Bereich bin ich. Und ja, das möchte ich ja jetzt, eigentlich hatte ich vor, noch dieses Jahr, Afterbirth, fuck, Afterbirth noch auf 400% zu kriegen. Ist eigentlich machbar. Alter. Wie schlecht ich bin. Ist eigentlich machbar, wenn ich nicht so schlecht spiele wie jetzt, ja? Wenn ich nicht so schlecht spiele wie jetzt. Dann wäre das alles eigentlich machbar. So, nein. Ich kann ja im Prinzip auch mit meinem Cube of Meat mal an die Gegner rangehen. Ist ja nicht so, dass ich Angst habe vom Nahkampf, denn ich bin die ganze Zeit im Nahkampf. Deshalb könnte das eigentlich ganz cool sein, wenn ich einfach direkt immer mit dem Würfel rangehe und dann explodieren lasse. Okay, an die komme ich auch ran. Perfekt. So, wo ist denn der Boss jetzt? Wo ist der Boss? Boss, bitte zeige dich. Da ist schon der Boss. Perfekt. Die Bomben brauche ich eigentlich nicht. Dark Bomb wäre auch nicht schlecht gewesen. Hätte ich Dark Bomb vielleicht mitnehmen sollen. Wäre auch vielleicht sehr gut gewesen. Aber ich hatte Angst, zu viele Herzen zu opfern, ne? Also in dem Devil Deal, wo ich Abaddon bekommen habe, da hatte ich ja die Auswahl auch auf Dark Bomb. Oh, cool. Das ist sehr nett. Das ist sehr nett. Krampus in so einem kleinen Pissraum, ist dein Ernst? Oh. Oh. Oh, 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 oh. So, da ist er down. Perfekt, Krampus-Head. Können wir leider nicht mitnehmen. Aber egal, was er gedroppt hätte. Ich hätte das sowieso, er hätte mir nichts gebracht. Lump of Coal hätte mir auch nichts gebracht, weil das basiert ja auf Tränen. Ja, und ich habe keine Tränen. Und Krampus-Head, dafür müsste ich mein Spacebar-Item wegschmeißen. Und als ob ich so dumm bin und mein Spacebar-Item wegschmeißen. Das, womit ich eigentlich gar den ganzen Schaden hier mache. Dann wäre ja die Challenge komplett zerstört. Moment, vor den grünen Dingern müsste ich eigentlich auch keinen Schaden bekommen. Obwohl, die sind grün, das könnte sein, dass sie auch Giftschaden machen. Das heißt, dass sie vielleicht dadurch auch Schaden bekommen könnte. Na, deshalb gehen wir mal ein bisschen vorsichtiger an die Eipekek-Granaten ran. Nicht, würde ich sagen. Würde ich sagen, ja. So, weg mit dir. Oh, habe ich gerade Schaden bekommen? Bin mir nicht sicher. Das ist irgendwie komisch, wenn man rangeht, die Explosion einsetzt. Und gleichzeitig aber auch von einem Gegner getroffen wird, ja. Das ist irgendwie ganz komisch, weil die Explosion ist dann in dem Moment zu laut und ich merke gar nicht, dass ich Schaden bekomme, weil ich höre nicht diesen Sound, den halt die Eisecharaktere immer machen, wenn sie Schaden bekommen. Dieses Ew! Ja, okay, das hat sich ein bisschen nach Oddworld angehört. Das hat sich ein bisschen nach Oddworld angehört. Ja, wer macht mir mehr Schaden? Fucking Spinne! Mann! Woher kommen die Spinnen? Aus dem Schwarzen, oder? Ja, die kommen aus dem Schwarzen. So, weg mit dir. Lass irgendwo noch eine Pissspinne. So. Noch irgendwo? Noch irgendjemand, der mir sich in den Weg stellen möchte? Nein, natürlich nicht. Denn ich bin explosiv. Ja, die 4 war, glaube ich, mein Itemset Reroll. Oder war das die 6? Ne, ich glaube, die 4 rerollt mein Itemset. Oder war das die 2? Ich habe keine Ahnung. Ich habe schon, ich gehe schon auf die 400 Isaac-Stunden zu. Ja, und ich weiß immer noch nicht, welcher Würfelraum was macht. Ja, immer noch nicht. Immer verdammt nochmal nicht. Ich werde es wahrscheinlich auch niemals lernen. Ich muss mir halt irgendwie eine Brücke bauen. Der explodiert, das ist kein Problem. Da ist ein Shop. Ein geiler, geiler Shop. Was haben wir denn da? Was haben wir denn hier so Schönes? Blaues Herz nehme ich sehr gerne mit. Pandora nehme ich auch sehr gerne mit. Setze ich auch direkt ein. Das kriegen wir doch. Okay, das lasse ich jetzt mal liegen. So, nach oben bitte. Zack. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Hey, 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 du stirbst jetzt. Im Prinzip, ich denke mal, das werde ich auf jeden Fall, das werde ich, denke ich mal, in den höheren Ebenen beherzigen, ja. Und zwar halt dieses Durchlaufen, dass ich halt, nicht die Gegner töte, sondern einfach nur die Türen aufsprenge. Das werde ich wahrscheinlich in den höheren Ebenen auf jeden Fall machen. Tears down, ja, kein Problem. Das werde ich wahrscheinlich in den höheren Ebenen sehr oft machen. Weil dort können viele Gegner kommen, die vielleicht bei dieser Challenge ein bisschen eklig wären. Deshalb werde ich da mich wahrscheinlich größtenteils durchbomben. Ich glaube, das wäre so der beste Weg, oder? Oh, der hat sehr viel Leben. Der hat sehr viel Leben. Der hat sehr viel Leben. Komm, mach deinen Laser. Mach deinen Laser, Bruder. Fuck. Perfekt, der Laser ist sehr nett. Ich könnte auch mit dem Cube of Meat ran. Oder ich könnte auch einfach explodieren lassen. Oh, please.
So, so. Noch ein bisschen. Ich würde sagen, noch 3 Schüsse. Boom. 1. Pass auf. 2. Klappt das? 3. Perfekt. Hab ich ausgerechnet, Leute. Habe ich ausgerechnet. Ich bin ein Mathe-Genie. Wenn ihr gesehen habt, wenn ihr das gesehen habt, ne? Ich bin ein Mathe-Genie. Bombs Aki brauche ich nicht. Health Up, sehr schön. Range Up, von mir aus. Infested? Ich möchte gerne zurücklaufen und das blaue Herz aus dem Shop zu holen. Aus dem Shop holen. Schlüssel, ja, wieso nicht? Na, wieso nicht? So. Was hat mich getroffen? Oh, please. I hate this game. I hate this game. This game is my life, but I hate this game. Was haben wir hier? Pedro! Sehr nett. Nehme ich sie auch sehr gerne mit. Kann ich gleich mir etwas erwürfeln. Ah, komm schon. Welche Ebene bin ich denn überhaupt? Ich bin schon in der letzten, in der vorletzten Ebene. Das heißt, bei Mom wird es gleich vielleicht ein Devil Deal geben. Und dort könnte ich mir vielleicht etwas mit Pedro erwürfeln. Wenn nicht, ja gut, dann halt nicht. Ne? Es gibt ja jetzt auch bei It Lives gibt's ja jetzt auch Devil Deals, ne? Und deshalb kann sein, dass ich auch dort einen Devil Deal bekomme. Ich verstehe nicht, was die überhaupt mit dem Brother Bobby gemacht haben. Also wieso die mir überhaupt in dieser Challenge den Brother Bobby gegeben haben, also den Begleiter. Wieso haben die den überhaupt mitgegeben? Was soll ich damit? Was soll ich damit anfangen? Als ob er irgendwie, weiß ich nicht. Wer benutzt in dieser Challenge Brother Bobby? Gibt das irgendeinen, der in dieser Challenge den Brother Bobby benutzt? Du bist ja so stark mit der Explosion. Da kommst du doch gar nicht dazu, mit Brother Bobby noch großartig was zu machen. So schnell sterben die Gegner. Deshalb, keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Hier ist ein Tinted Rock. Perfekt. Soll ich ihm was spenden? Ich habe viele Münzen, komm. Ich habe viele Münzen, wir spenden ihm was. Erstmal hauen wir mal ein bisschen hier frei. So. So, jetzt spenden wir mal ein bisschen. Bitte geben Sie mir ein HP ab. Das wäre ein blaues Herz für mich. Das wäre sehr cool. Bitte geben Sie mir. Das ist kein HP ab, du Spast. Mann. Okay, hier ist eine Sackgasse. Da will ich gar nicht lang. Und da haben wir den Boss. Perfekt. Und rein. Mutti, was geht? Okay, das könnte ein bisschen knifflig werden. Das könnte ein bisschen knifflig werden. Oder vielleicht auch doch nicht. Vielleicht auch doch nicht. Ja, komm schon. Das geht schon. Das geht schon klar. So schwer ist das gar nicht. Einfach nur... Ich bin vor allem... Ich habe ja auch noch 2 Speed-Up-Pillen gefunden. Deshalb ist dieser Boss um einiges einfacher geworden. Vor allem, wenn ich viele Speed-Downs bekommen hätte, dann wäre dieser Boss echt jetzt eklig. Dann wäre dieser Boss jetzt echt eklig. Alter, komm, jetzt stirb doch einfach mal. Ah, schon wieder raus. Komm. Hol dein Auge raus. Ich habe den Fuß nicht gesehen. Woher kommt der Fuß? So, perfekt. Blaues Herz. Wir haben noch sogar Devil Deal und Boss Rush bekommen. Soll ich Rotten Baby mitnehmen? Ich glaube, das lohnt sich nicht. So viele Fliegen spawnt da gar nicht, oder? Wird sich Rotten Baby lohnen? Wird sich Rotten Baby lohnen? Oder ich reroll das. Aber was kann großartig kommen, was mir wirklich helfen würde? Was könnte wirklich kommen, was besser wäre als das Rotten Baby? Weil Rotten Baby ist jetzt in dieser Challenge, glaube ich, einer der wenigen Devil Deal Items, die mir wirklich helfen könnten. Ich weiß nicht, wie das mit dem Messer funktioniert. Was ist, wenn ich das Messer bekomme? Kann ich dann auf das Messer umsteigen? Brimstone. Brimstone wird wahrscheinlich nicht klappen, oder? Soll ich mal versuchen, Brimstone mitzunehmen? Wird nicht klappen, oder? Ich weiß nicht, ob das meine Augenbinde überspielt. Wir können es einfach mal versuchen. Ob das überspielt. Nein, schade. Schade, weil Brimstone kommt ja aus dem Mund. Ich dachte, na, vielleicht klappt's. Schade, dann hätte ich lieber Rotten Baby mitnehmen sollen. Egal. Was haben wir hier? Lohnt es sich, den Boss Rush zu machen? Nee, definitiv nicht. Definitiv nicht. So, dann nehmen wir das hier mit und ab geht's in die nächste Ebene. In the Womb. Ja. Einfach jetzt am besten einfach durchspeeden, ja. Einfach durchspeeden. Zack, zack, zack. Verzieh dich. Verzieh dich doch einfach von meiner Tür, Mann. Ja, als ob der mich doch trifft. Was ein Arschgesicht. Einfach hier durch, ja. Einfach gar nicht großartig auf die Gegner achten. Einfach durch die Räume durchbomben. Guck, der steht da. Kann er von mir aus so weiterstehen. Ihr steht hier. Ihr steht dort. Und weiter geht's. Ich muss mir jetzt nur merken, in welchen Räumen ich war, in welchen Räumen ich nicht war. Ja, sonst könnte das ein bisschen verwirrend werden.
die Leute, wie vielleicht der ein oder andere weiß, ich bin nicht unbedingt in Isaac der orientierungshafteste Spieler. Deshalb könnte das... Moment, ich glaube, ich habe dort gerade ein Tinted Rock gesehen. Ich glaube, ich habe dort ein Tinted Rock gesehen. Würde sich das lohnen, nochmal? Ja, da ist ein Tinted Rock. Oh, perfekt. So. Da, blaues Herz. Dankeschön. Dankeschön. Wir haben ja jetzt gerade einen drei Herzen sozusagen weggeschmissen. Ja, mit dem Brimstone. Deshalb brauche ich jetzt eigentlich wieder meine Herzen wieder zurück. Ich muss wieder irgendwie an die Herzen rankommen. Kommt her, ihr Würmer. Zack. Das wäre halt cool, wenn das Spacebar-Item noch diesen grünen Strich hätte. Wie zum Beispiel, welches Item kann man in einem Raum sehr oft benutzen? Zwischen Bumerang, der lädt sich ja immer wieder auf. Ja, du siehst ja auch immer oben links an einem Spacebar-Symbol, siehst du ja immer so einen grünen Balken, der sich immer voller wird. Das wäre halt auch bei dem Spacebar-Item ganz cool. Weil das ist ein bisschen, ja, ein bisschen schwierig zu predikten, wann ich an Gegner an mich ranlasse, wann ich keinen Gegner an mich ranlassen darf und so weiter. Ja, Alter. Ich muss immer hinter ihm stehen. Ist er neu, der Boss eigentlich? Also von der Farbe her und von dem Dingens. Den gab es so gar nicht, oder? Gab es einen Piep, der IP-Kex geschossen hat? Ich meine nicht. Ich glaube, der ist neu. Ich glaube, der ist seit Afterbirth neu. Gut. Haben wir ihn besiegt. Er hat mich ein bisschen doof angestellt. Anstelle mich hinter ihm hinzustellen, stand ich die ganze Zeit rechts, links oder unter ihm. Was sehr dumm ist. Deshalb ein Tipp an euch, Leute. Wenn ihr gegen diesen Piep mit den Brimstones kämpft, ja, dann immer hinter ihm stehen. Das ist die beste Variante, um gegen ihn klarzukommen. Da war ein Dingens. Da war gerade ein Fuck! Ey, das gibt's doch nicht. Wo ist das Item? Hä, wo war ich denn gerade? Hä? Es ist weg. Das Podest-Item ist weg. Fuck. Es ist weg. Scheiße. Naja, egal. Ich weiß sowieso nicht, ob Damage Up mir wirklich was bringt. Ja. Die 5? Was bringt wohl die 5? Ich glaube, 5 war Ebenenreset, oder? Ich glaube, 5 war Ebenenreset. Bin mir aber nicht so sicher. Komm, Secret. Perfekt. Ich liebe diese Bossmusik in Afterbirth. So, wohin gehen wir denn? Ich glaube, ich gehe nach unten. Ja, ich gehe nach unten. Ich gehe nach unten und hier rein. Du weg. Du weg. Tür auf. Du weg. So, danke. Und hier muss irgendwo in dieser Richtung muss der Boss sein. Vielleicht hier? Nein, ist er nicht. Wie ich mich hier einfach ganz durchbaue. Wow, das war voll der geile Port. Das war voll der geile Port. Und da ist schon der Boss. Perfekt. Das war voll der geile Port. Fuck! Ich verkack die Challenge, Leute. Ich verkack die Challenge gerade richtig hart. Was macht auch Infested? Was macht Infested die Pille? Oh, und jetzt muss ich vor allem in den Nahkampf, ne? Brother Bobby, dein Job! Oh, nein! Oh, ich verkack die Challenge! Ich verkacke sie! Ah, Konzentration. Konzentration. Was macht Infested? Oh, das sind so much. Too much Spinnen. Oh, nein. Komm, ich muss doch wenigstens mal einen besiegen. Nein. Nein! Oh Junge! Da bin ich ja wieder! Scheiß! Challenge! Ich hasse sie! Ich verkacke schon wieder gegen Mom, oder? Was mache ich? Ich habe einfach meine Karte aus Versehen eingesetzt. Ich wollte eigentlich eine Bombe legen und habe aus Versehen meine Karte eingesetzt. Das war sehr intelligent. Jetzt haben wir uns einen Schaden, ein Herz genommen für nichts. Ja, für nichts. Und wieder nichts. Perfekt. So, der ist weg. Hier legen wir eine Bombe hin. Ich habe nämlich gemerkt, dass man bei dieser Challenge auch besondere Bomben hat. Ja, mit denen es vielleicht dann...
bisschen einfacher sein könnte. Aber nur vielleicht. Ah! 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 Yay, mit einem Herz gegen die Mutter kämpfen. Wuhu! Wuhu! Töte mich doch sofort, du dumme Funz! Ich habe viele Herzen. Ich habe einen One-Up-Pilz. Wenn das jetzt nichts wird. Ich bin eigentlich in diese Ebene sogar reingekommen mit sehr vielen Herzen. Ja. Mit mehr als genug. Ich hatte volle Herzenanzahl gehabt. Aber was hier in dieser Ebene passiert ist, das kann man nicht mit Worten beschreiben. Komm schon. Komm schon. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Jetzt töte ihn doch. Alter, jetzt renn oder rein. Danke. Ich töte dich nur mit Bomben, ja? Du dummes Stück, ich töte dich nur mit Bomben. Ich töte dich nur mit Bomben. Sie ist down. Oh mein Gott. Endlich. Den Scheiß brauche ich nicht. Aber hey, wieso nicht? Das waren sehr viele Versuche, ja? Um das zu schaffen, endlich. Das waren sehr viele Versuche. Man muss aber auch sagen, schaut euch den Run an. 11 Minuten hat das gedauert. Ja, und so waren bis jetzt eigentlich... das ist vielleicht der 5. Run, den ich jetzt am Stück mache. Ich könnte zu Blue Womp gehen, aber darf ich ja nicht. Ich muss ja zu Devil gehen. Deshalb gehen wir auch zum Devil. Die Challenge verlangt es von uns, den Devil zu besiegen. Und wir gehen auch zum Devil, ja? Da lasse ich mich nicht lumpen, auch wenn Hush sehr verführerisch ist, ja? Weil ich habe den noch nicht gemacht. Ich habe ihn ja auch nur bis jetzt nur einmal versucht zu machen. Sonst hat er mich noch nicht so sehr gereizt. Vor allem halt die Tatsache, dass man sein... wieso kämpfe ich eigentlich? Die Tatsache, dass man halt sein Achievement nicht bekommen kann oder sowas. Wegen weil Isaac verbuggt ist oder sonst was. Ja, reizt mich halt erst recht nicht, ihn zu machen, weil... ich hoffe einfach... Fuck, die Tür ist gebuggt. Seht ihr das? Das ist ein Bug. Die Tür geht nicht auf. Die geht auf. Seht ihr das? Das ist ein scheiß Bug. Den habe ich jetzt sehr oft gehabt, weil ich hauptsächlich nur so durch alle Ebenen durchgerannt bin, ja? Und deshalb, diesen Bug hatte ich gerade schon sehr oft gehabt. Fuck, Sackgasse. Und dieser Bug ist sehr nervig. Ja, ich hoffe, dass er gleich behoben wird, wenn ich gleich wieder in den Raum reingehe. Weil ich habe die Vermutung, dass dort bei dem The Fallen Boss irgendwo der Weg ist zum Endboss. Oh, blauer Feuerchen, den nehme ich mit. Den nehme ich gerne mit. Den nehme ich sehr gerne mit. Komm, blaue Herzen, komm schon. Oh, ich habe so Angst vor dem Satan. Ich habe so Angst vor ihm. Mann, aber ich habe viele Herzen. Ich habe einen One-Up. Wobei ich beim One-Up gar nicht so weiß, wie er funktioniert. Und zwar, werde ich aus dem Raum rausgeportet oder nicht? Das ist halt so die Frage. Da ist er, der Boss. Ich hatte den One-Up-Pilz, glaube ich, bis jetzt nur 2 Mal oder sowas gehabt. Ja. Deshalb keine Ahnung, wie der One-Up-Pilz funktioniert. Ich hoffe, er funktioniert so, dass ich nicht aus dem Raum rausgeportet werde. Denn sonst werde ich ein wenig kotzen. Ja. Fuck, das war dumm. Das war dumm. Das war dumm. Oh, treff mich nicht. Oh, treff mich nicht. Oh, treff mich nicht. Oh, treff mich nicht. Scheiße. Okay, okay, okay. Alles zur Kontrolle. Alles zur Kontrolle. Der kommt gleich. Brimstone. Brimstone. Gecancelt. So. Okay, die erste Phase ist super gefährlich. Mit Nahkampf. Deshalb so viel Schaden raushauen, wie ich mit Bomben kann. Mit meinen letzten Bomben. Ich komme gar nicht nah an ihn ran genug. Hä? Doch, okay, ich muss sehr nah ran. Alter, ich muss sehr nah ran. Alter, ich muss voll nah ran. Das geht doch gar nicht. Hä, wie bescheuert ist das denn? Hä, wie bescheuert ist das denn? Was hat er denn für eine Hitbox? Schaut euch das an. Was ist das für eine Hitbox? Oh, ich hätte mehr auf meinen Cube of Meat achten sollen. Was war das denn für eine Hitbox? Was hat er denn für eine Hitbox? Der lässt sich gar nicht treffen. Hä? Der ist bombenimmun? Sehe ich das gerade richtig? Der ist immun gegen Bomben? Sehe ich das gerade richtig? Oder ist das ein Bug? Ich habe einen Bug. Ich krieg keinen Schaden von ihm. Ich krieg keinen Schaden von ihm. Ich krieg keinen Schaden von ihm. Und er nicht von mir. Nur durch mein Cube of Meat. Ich krieg keinen Schaden durch ihn.
Challenge gebrochen, ja? Die Challenge wurde zerstört. Okay, gut. Gut. Danke dafür, lieber Edmund McMillan. Ich weiß nicht, ob das so beabsichtigt war, dass ich keinen Schaden bekomme von Satan und dass Satan von meinen Explosionen keinen Schaden bekommt. Aber hey, war ganz lustig. Ich sitze hier schon seit 1,5 Stunden an dieser fucking Challenge. Davon werdet ihr wahrscheinlich nur eine halbe Stunde oder so sehen. Und ja, aber ich habe es geschafft. Die erste Afterbirth Challenge habe ich geschafft. Hat ein paar Anlaufversuche gebraucht. Und aber ich habe sie dennoch geschafft. Und ihr könnt jetzt nicht sagen, dass ich den letzten Boss nur besiegt habe, weil es gebuggt hatte. Ja, er wäre auch viel früher gestorben, weil er durch meine Explosion keinen Schaden bekommen hat. Ja, und seine erste Phase habe ich sehr viele Herzen weggeschmissen, weil ich das gar nicht verstanden habe. Ich habe gedacht, dass seine Hitbox sehr gering ist. Und zwischendurch hat ihn der Cube of Meat immer ein bisschen berührt und Schaden zugefügt. Hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich ihn auch so oder so besiegt. Ich hätte ihn so oder so besiegt, Leute. Glaubt mir, auch ohne diesen Bug hätte ich es so oder so geschafft. Deshalb, war cool, hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr Bescheid, wenn ihr das zeigen könnt. Schaut im Stream vorbei, ich streame gerade. Und ich wünsche euch noch einen schönen Montag oder einen schönen Keggy-Tag, wie auch immer. Und wir sehen uns dann morgen. Ja, bis demnächst. Tüdelü.